was für Malle, Digga. Ich muss morgen wieder Hamsterrad, Digga. Wieder Uni. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und wunderschöne neue Video. Ihr kennt doch wahrscheinlich alle Momudi. Bro, wirklich, das war die schlimmste Entscheidung, deine Freundschaftsanfrage auf Instagram und auf TikTok anzunehmen, weil die Videos, die du mir schickst, sind schlimmer als die, die ich auf meiner For You-Page überhaupt bekomme. Liebe kennt kein Alter. Wie alt wird jetzt der Freund sein? 30, 40? Bro, Grappy? Man muss aber trinken, wenn man keinen Durst hat, Mann. Nein, 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 nein. Okay, Digga, okay, Alter, okay, Mann, ey. Bro, ist ja alles schön und gut, aber was du so mit deinem Grappy im Badezimmer und im Schlafzimmer machst, ey, das will ich jetzt wissen, weißt du? Das will ich jetzt wissen und viele auf TikTok wollen das auch jetzt wissen. Wildes Schulmädchen. Alles klar, Digga. Und was der dann? Wilder Direktor. Kennt ihr noch alle Carola? Ach so, warte, Moment mal. Koala? Koala hat die Schnauze voll. Koala möchte sich nämlich selbstständig machen. Ich möchte mich jetzt selbstständig machen mit mir als Person. Man kann mich auch für Feten als Stargast buchen. Also jetzt habe ich auch wirklich alles gesehen. Aber bei allem Respekt, warum sollte man die hier buchen? Carola, du verbrauchst jetzt quasi das Geld, was der Willi gerade verdient. Ja, okay. Was braucht man, wenn man sich oder ein Produkt verkaufen möchte? Genau, man braucht Werbung. Und sie hat wirklich die beste Werbung, die ich je in meinem gesamten Leben gesehen habe. Wenn du mich willst, dann küss mich doch. Ich glaube ehrlich, bald hat ein Kollege Geburtstag. Ich feiere Geburtstag und lade die ein. Ja, Germany Songs sind schon so, ja, aber die Songs, die noch so sind, die von Lil Doggo, Bruder. Ich habe einen neuen Song gemacht, bewertet mal bitte von 1 bis 10 jetzt in den Kommentaren. Ich habe tausende Probleme und ich kill sie mit den Beinen. Frag mich immer, wo du bist, obwohl ich weiß, es ist vorbei. Sitz hier wieder allein zu Haus, schreibe diese Line und ich weiß, es ist aus und ich weiß, es ist vorbei. Nee, also ich persönlich auch, wenn ich sehe, ja, mein Auto wird geklaut, dann renne ich nicht einfach schnell wie Usain Bolt hinterher, sondern... Ach so, mein Auto wird geklaut. Ach Mann, jetzt ist es weg. Schade, Mann. Jeder sagt mir, eine PlayStation 4 sei out. Ich habe einen Saugnapf auf meiner... Warte mal, was? Hoffentlich bekomme ich einen Sohn. Ja, Mann, Alter, und Apple-User wachen jeden Morgen mit dem Sound hier auf. Du wachst nicht auf, du denkst, du stirbst. Keine Ahnung, was da steht, Digga, weil in meinem Kopf die ganze Zeit nur... Ich wollte 100 Euro bei der Bank einzahlen und der Typ vor mir 100 Euro abheben. Hab ihm das Geld gegeben und mir das Anstehen gespart. Be smart, don't hard, oder? Jedes Mal. Ich weiß nicht, warum meine For You-Page so verkackt ist. Ich sehe diese Videos jeden Tag auf meiner For You-Page und dann Link in Bio, Digga. Alter, jedes Mal. Und dann geht man da drauf, ja, und dann ist das irgend so ein Dropshipping-Kurs für 1000 Euro oder 100 Euro im Monat, Digga. Mit wirklich Informationen und Wissen, was du dir einfach ganz einfach auf YouTube, im Internet und mit jeder anderen Scheiße selber aneignen kannst. Bruder, wenn du wirklich Geld verdienen willst, das Internet hat 7.583 Milliarden Möglichkeiten, dann setz dich hin und dann brauchst du auch keinen Kurs für 100 Euro. Und wenn du absolut gar keine Ahnung hast, was du machst, dann stell dich halt einfach vor die Kamera, Digga, guck dir jeden Tag TikTok-Videos an und laber halt einfach die größte Scheiße. Oh, dann hast du jetzt 25.000 Euro auf deinem Konto liegen. Fast. Du denkst, du bist in deinem Freundeskreis jetzt der Größte, aber am Ende des Tages geilst du dich nur an dieser Zahl auf und denkst dir halt so, wow, ich behalte das auf meinem Sparbuch. Aber du musst mal was damit machen, du musst dieses Geld investieren, dass dein Geld für dich arbeitet. Dieses Geld investieren, Mann, das habe ich schon mal irgendwo auf TikTok gehört. 77 Cent für Red Bull. Bei Kaufland. Energy, 39 Cent, rennt. Dann kannst du von der Hälfte noch was in Gold und Silber packen oder vielleicht in... Kryptowerte. Danke dir, Bruder, Alter. Ich bin jetzt Investor-Millionär. Ich habe 30 Cent in Gold und Silber investiert. Das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday, all out.